Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer, Matthias Bachinger, Yannick Hanfmann. Sie alle schauen hier im DTB-Bundesstützpunkt München-Oberhaching regelmäßig vorbei. Doch die Profis sind nicht die einzigen vor Ort. Das Trainerteam um Stützpunktleiter und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann betreut mehrere Spieler. Aus den allen Kaderstrukturen halt des DTBs sind hier eigentlich alle vertreten, auch im Jugendbereich. Ja, wenn man jetzt wirklich lange zurückguckt, dann muss man ja auch sagen, dass Oberhaching, also Tennisbase Oberhaching, hier schon jahrelang gute Arbeit leistet. Dadurch, dass so viele gute Spieler, auch namhafte Spieler immer hier sind, ist es für uns natürlich wichtig, auch für die Nachwuchsspieler, sich an die heranzutasten, mit denen zu trainieren, von denen was mitzunehmen. Und insofern ist es ein sehr, sehr wichtiger Stützpunkt. Seit dem Bau der Anlage 1993 und dem Beginn der Profisportförderung 3 Jahre später hat sich viel getan. Der Stützpunkt Oberhaching hat sich etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Durch Internatsstrukturen auf der einen und sportliche Infrastruktur auf der anderen Seite. Das setzt sich auch künftig fort, denn aktuell laufen Erweiterungsarbeiten. 25 Jahre, da verändern sich die Anforderungen im Bereich Tennis-Leistungssport. Und in dem Zusammenhang geht es bei der Erweiterung darum, dass wir diesen Anforderungen zukünftig gerecht werden. Das heißt, eine Erweiterung der Platzstrukturen, sowohl in der Halle als auch im Außenbereich und eine zusätzliche Kleinsporthalle und ein sehr viel deutlich erweiterter Fitnessbereich. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2020 geplant. Doch schon jetzt sind die Bedingungen erstklassig. Angefangen beim Physiobereich, über den Fitnessraum bis hin zu den zahlreichen Tenniscourts. Ein großer Vorteil sind dabei die kurzen Wege und die Vielfältigkeit der Belege. Denn diese bietet neben Sand auch unterschiedliche Hartplätze. Das ist aber nicht alles. Ja, ich glaube, dass man die hervorragende Lage hervorheben kann. Flughafen, wenn man viel verreisen muss, ist mittlerweile extrem toll. München, auch wenn man mal hart trainiert, kann man auch ganz gut abschalten. Der Wald ist auch nicht weit, also man kann sich gut im Outdoor-Bereich austoben. Und natürlich die Harmonie hier im Zentrum ist cool. Viele junge Spieler, die ambitioniert sind und viele Trainer mit extrem langer Erfahrung. Und ich glaube, dass es einfach so ein Paket ist, was hier den Ausschlag dafür gibt, dass es ein sehr, sehr gutes Zentrum ist. Von diesem Paket profitieren nicht nur Kohlschreiber und Co., die regelmäßig auf höchstem Niveau trainieren können und sich gegenseitig pushen. Gleiches gilt auch für den Nachwuchs. Im direkten Umgang mit den Spitzenspielern und den Top-Trainern werden sie täglich gefördert und gefordert. Fast alle Coaches waren selbst Profi. Mit Michael Kohlmann ist sogar der Davis-Cup-Kapitän und Tourtrainer von Marterer dabei, der seine Doppelfunktion schätzt. Ich glaube, dass es immer wichtig ist zu sehen, okay, was braucht man? Was haben die oben? Was müssen meine Jungs auch haben? Und das ist jetzt gerade für mich natürlich eine perfekte Situation, finde ich. Ich sehe immer wieder, was oben abgerufen wird, was teilweise verlangt wird und kann es dann nach unten geben. Und deswegen bin ich aktuell recht glücklich mit meiner Position und hoffe, dass wir erfolgreich da auch arbeiten können. Angesichts der bisherigen Erfolgsgeschichte des DTB-Bundesstützpunktes München-Oberhaching und den geschaffenen Strukturen steht dem scheinbar nichts mehr im Wege.